fürchte den Sturm. Willkommen in Right Pier Head. Sie haben die Aufgabe, einen Class 484 Fahrgastzug nach Shanklin zu fahren, bevor Sie Feierabend machen in Right St. Johns Betriebswerk. Ein schlimmer Sturm hat die Sichtverhältnisse verschlechtert. Es ist ratsam, langsam zu fahren und auf die Geschwindigkeit zu achten. Und das ist übrigens keine Mod. Dass hier Blitze einschlagen, ist keine Mod. Das ist tatsächlich vom Spiel aus so mit drin. Und das ist genial. Was ich nicht so genial finde, ist, dass links und rechts bei der beim Wasser da so hellere, hellere Flecken irgendwie da sind. Keine Ahnung, wo genau das herkommt. Es kann sein, ich bin hier immer noch auf meiner Preview-Build. Es kann sein, dass zum Release, es kann sein, dass zum Release solche Sachen noch rausgebügelt werden. Es kann aber auch sein, dass es noch drin ist. Das kann ich, das weiß ich nicht, das kann ich nicht versprechen. Es liegt außerhalb meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. So, wir setzen uns aber erstmal in unseren Führerstand und schließen mal links die Tür. So. Machen uns mal Licht an. Taste L. Richtungswender nach vorne. Und Türen links auf. So, was machen wir noch? Scheibenwischer auf schnell. So, das haben wir gemacht. Dann können wir mit Taste I die Instrumentenbeleuchtung, ne, können wir nicht erhöhen, aber können wir auf jeden Fall hier erhöhen. Nehmen wir direkt 100%. Das ist der Sender. So, was haben wir hier? Wir haben Nightlights. Okay. Ja, das passt alles soweit. Dann müssen wir noch das Licht bei den Fahrgästen anmachen. Das ist jetzt der Fall. So. Ja, eine stürmische Fahrt haben wir vor uns. Wir halten einmal entlang der gesamten Insel und dann müssen wir später nochmal zum Betriebswerk zurück. Ich finde es eigentlich am angenehmsten, wenn wir ohne Führerstandslicht fahren. Eieieiei. Also ich finde es sehr schön, dass das Gewitter hier eingebaut ist. Das lässt sich in diesem Sinne nicht, normalerweise nicht anwählen im normalen Fahrplan. Aber hier bei Szenarien ist das wohl anscheinend mit dabei. Wir sehen auch hier beim Regeneffekt, eieieiei. Hier, die Scheibe wird auch nass, ne? Dann bleiben die Regentropfen drin hängen. Und was auch sehr cool ist, wir haben ja, das habe ich ja schon gezeigt, diesen Effekt mit den Stromschuhen und dem der Tatsache, dass dass man dort das Bügelfeuer sehen kann, beziehungsweise das Stromschuhfeuer, würde man es dann vielleicht hier bezeichnen. Und das können wir bestimmt bei diesem Wetter vergleichsweise gut sehen. Also jetzt vielleicht noch nicht, aber wenn wir über irgendwelche Weichen fahren. Schon mal ein Foto hier machen. Ich glaube, ich habe den Blitz mit drauf. So. Und hier vorne halten wir dann. Ich möchte einmal ganz kurz in die Einstellung gehen, um die. Ist das die Zielmarkierung? Ich würde gerne dieses. Haltetafel. Ja, doch, es ist die, müsste die Zielmarkierung sein. Nee, doch nicht. Dann lassen wir mal die Zielmarkierung an, weil ich mich bei dem Bahnsteig nicht auskenne und dafür die. Haltetafel vielleicht? Ja, die Haltetafel weg. Auch wenn ich diese Abbildung definitiv nicht als Tafel erkennen würde. Oder definieren würde.
unseren Fahrgästen Hallo sagen. Wir können es doch natürlich überall hinsetzen. Ja, die Fahrgäste sitzen auch hier. Unser Zug fährt nach Brading. Oh, hallo. Aber wir wollen ja nicht unsere Fahrgäste allzu lange warten lassen. Vor allem bei dem Wetter, daher versuchen wir pünktlich zu fahren. Die ist schon eine halbe Minute zu spät. Und auf geht's. Gucken, ob man das jetzt vielleicht sehen kann. Den Effekt. Hier ist nämlich eine Weiche. Ja. Das ist unglaublich cool. Ups. Na. Im Tunnel werden wir halt zurückgebeamt in unseren Zug. Was ein bisschen schwer bei der Instrumentenbeleuchtung zu erkennen ist, ist, wo genau die Nadel einfach gerade steht. Das ist nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Also, dass die Nadel nicht wirklich erleuchtet ist. Man kann zwar die Zahlen gut lesen, aber das bringt mir dann nichts, wenn ich nicht weiß, wie schnell ich fahre, oder? Es wird auf jeden Fall eine entspannte Nachtfahrt. Mit Sturm, mit Gewitter hier auf der Urlaubsinsel. Also lehnt euch zurück, macht selbst vielleicht die Lichter aus, wenn es schon später am Abend ist. Und genießt einfach hier unsere Fahrt im Sturm. Mich würde natürlich auch euer Feedback interessieren zu Isle of Wight, zu dieser neuen Version. Ich weiß natürlich, dass ich hauptsächlich deutschsprachige ZuschauerInnen habe und dementsprechend das Interesse allgemein vergleichsweise geringer ausfallen wird als an deutschen Strecken. Das ist mir bewusst. Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es die einen oder anderen unter euch gibt, die sich die Strecke holen werden. Oder sagen, dass sie vielleicht auf einen Sale warten, um sie dann zu holen. Was ja absolut nachvollziehbar wäre. Aber ob halt einfach generell Interesse an dieser Strecke besteht, das würde mich einfach mal interessieren. Ich persönlich finde sie nämlich einfach unglaublich gut. Als, ja, tatsächlich, also ich interessiere mich ja eigentlich nicht für englische Strecken, ne? Das wisst ihr ja. Aber das hier hat irgendwie sowas. Ja, das hat so ein bisschen so diesen Nebenbahn-Flair. Ich finde, das Fahrzeug ist gut umgesetzt. Also es macht doch Spaß, tatsächlich in diesem Fahrzeug drin zu sitzen. Na, fast pünktlich. Also, das mit Blitzen in TSW, da möchte ich jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen, wenn wir hier die Türen geschlossen haben und losgefahren sind. Und sagen wir mal, ja, Signal zeigt Fahrt an. Stellen wir uns mal hier hin, um mal die Abfahrt zu erleben. Das ist so cool mit dem
Mit den Lichtbögen. Das ist der Wahnsinn. Es ist halt so ein kleines Feature. Ich finde, das macht so einen großen Unterschied. Unbeschränkter Bahnübergang. Und hier hinter der Rechtskurve müsste dann, glaube ich, der nächste Bahnsteig sein. Genau. Also ich habe ja die Strecke bei Tag sehr gelobt. Ja, bei Nacht ist sie okay. Aber, ups, das war die Notbremse. Also in der Nacht ist sie okay. Aber so von der Beleuchtung her, ja, also es ist sehr spärlich. Natürlich sind wir auf einer Insel. Also es ist klar, dass das keine Großstadt ist und jetzt hier alles groß beleuchtet ist. Aber, ja, klar, links und rechts, da ist halt nur Wald, ne? Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, da müssten jetzt Häuser sein, das müsste jetzt alles beleuchtet sein und so. Das ist übrigens ganz cool, ne? Hier können wir auch rein. Hier, der Dibo. Und hier können wir dann tatsächlich bei dem, ich glaube, das ist das Ticket Office der, der Dampflokgesellschaft. Genau, ne? Private. Und hier fährt dann die Dampflok. Aber ich denke mal, das ist ein recht guter Überblick, den ich euch heute hoffentlich geben konnte von der Strecke. Wir haben uns das Fahrzeug ausführlich angeguckt, wir haben uns den Zug bei Tag angeguckt, wir haben uns die Strecke bei Tag angeguckt und jetzt auch noch das Ganze in der Nacht. Zudem auch noch ein Szenario, also um mal zu gucken, wieso das Gameplay hier so ist. So ein bisschen das akustische Feedback bei dem Bremsregler. Ja, wobei, ah, es gibt doch einen. So, ich wollte ja noch mal ein bisschen näher auf den Blitz im TSW eingehen. Also Blitze gab es im TSW schon immer. Es war tatsächlich schon immer Teil des Spiels. Nur hat man es bei DTG damals, als man das Ganze programmiert hat, also vor Ewigkeiten schon, es irgendwie nicht geschafft, den Blitzen eine gescheite Animation zu geben. Ja, wenn ihr auch darauf achtet, die Blitze hier, die ihr seht, das sind alles mehr oder weniger nur so gerade Lichtbögen, die hier runtergehen und kurzzeitig alles erleuchten. Aber es sieht halt nicht aus wie so richtige Blitze. Aber dennoch waren halt die Blitze immer im Wettersystem so mit drin, nur halt eben einfach nicht aktiv und sie waren auch nicht auswählbar, weil DTG halt gesagt hat, okay, das sieht nicht gut aus. Deshalb wollen wir auch gar nicht, dass die Leute da Blitze aktivieren, weil es halt einfach schlecht aussieht. Das ist ein guter Punkt. Dann gab es halt irgendwann Mods, die halt die Blitze da freigeschaltet haben in diesem Sinne. Jetzt ist es meiner Meinung nach das erste Mal, aber es kann auch sein, dass ich mich da vertue, weil ich nicht so oft die mitgelieferten Szenarien spiele. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach ist es jetzt für mich zumindest das allererste Mal, dass ich in einem mitgelieferten Szenario sehe, dass Blitze eingebaut worden sind.
Was also heißt, dass man zumindest bei Rivet Games gesagt hat, ja gut, okay. Wir machen das halt mit den Blitzen trotzdem. Auch wenn es etwas doof aussieht. Ich finde die Entscheidung übrigens gut. Ich finde es viel interessanter, als wenn wir jetzt einfach nur im Regen fahren würden. Ich hoffe sehr, dass das mit den Blitzen irgendwann halt überarbeitet wird, sodass es wirklich gut aussieht irgendwann. Wir haben ja immerhin also jetzt hier, also was so Animationen von Strom angeht, ist ja jetzt mit diesen Lichtbögen an unserem Zug, wurde ja schon einiges getan in die Richtung, ne? Wer weiß, vielleicht kann man im Grunde genommen das, was hierfür benutzt wurde, so als Technik auch vielleicht für die Blitze benutzen. Wer weiß, was uns da noch so in naher oder auch in fernerer Zukunft noch bevorsteht. Wir können uns mal hier hinstellen und mal beobachten, wie so die Lichtbögen, ja, guckt euch das an. Mach noch Geräusche, ups, nicht anhalten. Das ist übrigens die Streckenkarte, also alles sehr, ja, es ist halt in diesem Sinne, was das angeht, es ist halt nicht viel an Strecken, es ist halt, es sind nicht viele Gleiskilometer, aber dafür ist halt preislich gesehen, ist das halt eine Lok DLC plus 3 Euro, die man, glaube ich, für die Strecke zahlen würde, so in etwa kann man das dann auch rechnen und dann, ach, okay, ja, vergesst mal den Fahrplan. Ich möchte euch was ganz Cooles zeigen. Und zwar dieses Stellwerk hier rechts ist das, ich glaube, das zweite Stellwerk nach Rosig Nord, das begehbar ist. Wir können jetzt hier die Treppen hoch. Und das muss auch nicht freigeschaltet werden mit dem Mastery oder so. Das finde ich schon sehr cool. Also hier auch tatsächlich, da, das hat Rivet Games erzählt, das ist tatsächlich der echte Plan hier von Braiding. Also aktuell sehen die Gleise halt anders aus, aber damals sahen die halt so aus. Dann Braiding, das sind die ganzen Weichenhebel, die aber nicht bedienbar sind. Ja, Rivet Games, Tasse und Mütze. Wie komme ich denn an den Dino ran? Da. Da ist mein Dino. Also, ja, und dann hat man hier eine gute Aussicht. Finde ich, das sind so diese Kleinigkeiten, wo ich dann wirklich sage, ja, das finde ich überzeugend. Natürlich kann man dann sagen, ja gut, es ist ein Zugsimulator, warum muss man da jetzt irgendwie so ein Stellwerk begehbar machen? Das ist ein valides Argument, aber warum auch nicht? Also es gibt auch keinen Grund, der dagegen spricht, in diesem Sinne. Stellen wir uns mal hier hin. Oder ich würde sagen, vielleicht hier hin. Dann können wir wieder schön den Funkenflug sehen. Funkenflug ist das Wort, das ich, glaube ich, die ganze Zeit gesucht habe. Nein, 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 nein. Wer hat denn den Richtungswender auf rückwärts gestellt? Wer würde denn sowas bitte machen?
Also jetzt mal ehrlich, wer von euch war das? Wieder ist der Richtungswender. Hä? Richtungswender vorwärts. So. Jetzt gehe ich hier nach außen hin. Ich lasse das hart ein. Richtungswender ist immer noch auf vorwärts. Und jetzt Bremse lösen und beschleunigen. Ach, schauen. Dann habe ich mich die ganze Zeit einfach nur verdrückt. Bügelfeuer ist auf der anderen Seite. Okay, wir müssen da irgendwo anhalten. In 200 Yards und dann. Achso, das war ja schon Brayden. Das war jetzt schon unsere Endhaltestelle, ne? Jetzt müssen wir, glaube ich, zurückfahren. Ein Blitzanschlag hat einen Baum getroffen und blockiert nun die Strecke. Übereinstimmung mit den Notfallrichtlinien mussten die Fahrgäste an dem Bahnhof aussteigen lassen, der am nächsten ist, und fahren sie dann zum Betriebswerk. Machen sie sich jetzt auf den Weg. Ich wäre fast in den Baum reingefahren. Seht ihr das? Hier ist ein Baum. Da müssen wir einmal ganz kurz. Hey, hey, hey. Also was haben wir denn hier? Gewitter, Stellwerke, Bäume. Ja, aufpassen, dass wir nicht auf die Stromschienen treten. Taschenlampe mal an und dann. Hey, 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 hey. Das hat aber auch jetzt sehr böse enden können. Na. So, Tür schließen. Ladies and gentlemen, unfortunately there's a tree in front of us, so we have to end our service today in Branding. Richtungsschalter auf. Neutral? Nein. Rückwärts? Nein. Aus. Kombihebel auf. Aus. Na. Generalschlüssel verriegeln. Und einmal den Führerstand wechseln, dann einmal noch Instrumentenbeleuchtung aus. Und Special Schenkel Lake Center on Branding. Not in service. Achso, not in service heißt, dass es aus ist, oder? Nee, doch nicht. Dann not in service. Okay. Oh, ich habe ihn gar kein Licht angemacht. Eine Schande. Achso, das geht doch vielleicht gar nicht, weil wir gerade keine Power haben, ne? Sorry, not in service. Goodbye. Ach, nicht das Fenster. Die Türen müssen übrigens manuell wieder geschlossen werden. Das ist ja schon ein etwas älterer Zug. Dann setzen wir uns mal. Ach so. Ach. Moment, das ist eine. Ach ja, wir fahren eine Doppeltraktion. Mal raus hier. Und so. Gut aufpassen, hier ist die Stromschiene.
Spaß. Erstmal den Scheibenwischer an. So, und einmal bitte Führerstandslicht, damit wir was sehen können. Generalschlüssel umdrehen, Fahrtrichtungswender, Vorwärtsfahrt. Instrumentenbeleuchtung bitte. Und dann fahren wir jetzt wieder zurück nach Brading. Mit 15 Meilen pro Stunde. Moment. Das Licht hinten ist natürlich dann jetzt auch falsches Licht noch an. Ich habe das Gefühl, dass bei den Bremsgeräuschen irgendwo eine Sounddatei verwendet wurde, die auch bei dem Flirt aus Lucien Sorsi verwendet wird. Please leave the train. Und ziehen Sie sich mal eine Jacke an, guter Mann. Okay, alle sind draußen. Das ging sehr schnell. Ha, liebe ich. So, gucken wir aufs Signal. Okay, wir sollen, ja, genau, im Right St. John's Road, da müssen wir dann jetzt hinfahren. Zum BÜ hin. Na, falsche Seite. Ach, das hat ja mal so gar nicht geklappt. Hier sind es 40. Natürlich erst, wenn so ein ganzer Zug dran vorbei ist. Pfeiftafel. So, 2,7 Meilen haben wir. Das ist ein ganzes Stück. So, das muss super jetzt sein, also ein bisschen Leistung hoch. So, 45 ist auch, glaube ich, die Höchstgeschwindigkeit, die man hier auf der Isle of Wight fahren darf.
gefällt auch übrigens dieses Gleiseklappern sehr, sehr gut. Funktioniert übrigens recht ähnlich wie unser deutsches System. Zumindest was die Signalisierungstafeln angeht. Sorry, der ist nicht für Sie. Das ist übrigens auch noch zum Thema der Blitze bisher nicht so gut gemacht. Die Blitze schlagen halt immer sehr, sehr nah ein. Die sind nie so wirklich weit weg. Und das ist dann doch irgendwie unrealistisch, dass irgendwie alle Blitze direkt in nächster Nähe einschlagen. Der Blitz jetzt gerade, der hätte vermutlich die Strecke hier erstmal lahmgelegt, weil er direkt in die Gleise eingeschlagen ist. Wir müssen da vorne anhalten. Und da endet auch, denke ich mal, das Szenario. Ein Dinosaurier. Wohin sollen wir jetzt? Wir sollen wieder in die Richtung. Sehe ich das richtig? Ich glaube schon. Jo, da stehen wir. Ja, Signal ist grün. Okay. Dann machen wir das, würde ich mal sagen, anstatt jetzt wieder den Führerstand zu wechseln. Gehen wir mal die Rückwärtsansicht und tun mal so, als hätten wir jetzt hier hinten einen Rangierer, der uns rangiert. Können Sie aber? Nee, schade. Ich dachte, wir könnten da vielleicht sogar rein. Nicht anhalten.
Und jetzt sollen wir wieder die Fahrtrichtung ändern. Und in die Richtung. Und da müssen wir anhalten. Und da endet das Szenario tatsächlich. Ups, ich glaube, wir sind zu schnell. Genau, wir fahren ins Depot rein. Scheinwischer können wir ausmachen. So. Oh, doch nicht. Das ist so eine. Oh. Das ist so ein Halt, wo wir ganz nah dran. Das hätte beinahe sehr schief gehen können. Ich danke euch fürs Zusehen. Alles Liebe. Alles Gute.